Hallo zusammen, wir haben Freitagabend, es ist 17:35 Uhr, der DAX ist dabei, seinen letzten Kurs zu machen auf Xetra und vor euch liegt der DAX auf Tagesbasis. Also ich fand den heutigen Tag, ich war nicht die ganze Zeit da, aber ich habe immer mal wieder reingeschaut, ich fand den ganz erstaunlich. Vor allen Dingen, wenn man sieht, ich gehe mal hier mal auf so eine kleine Einheit, 5 Minuten, wie der hier mit den amerikanischen Zahlen umgegangen ist. Da waren wir hier bei also im DAX 15.182 und saufen ab bis 15.030. Diese, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 355.000 neu geschaffene Stellen oder andersrum, neue oder weniger Arbeitslose, die sind gut für die Amerikaner. Die machen Umsatz, die konsumieren. Ich habe das nicht verstanden, warum der dann auf einmal so abgesoffen ist. Gut, ich war nicht vom Bildschirm. Deswegen diese Bewegung hier, die überrascht mich eigentlich herzlich wenig. Weil das ist für mich wirklich ein Argument, dass die Fed zu sich sagen kann, wir sind auf dem richtigen Weg, wir müssen erstmal nichts machen. Jetzt denke sogar ich langsam an so einen Zinspeak mal nach. Also ich finde das hervorragend. Wir haben heute hier auf 5-Minuten-Basis auch so eine Art Doppelboden gemacht, aber um die 15.038. Das ist in Ordnung. Aber ich habe die Reaktion nicht verstanden. Ich habe auch teilweise was gekauft. Von den am, war das am Mittwoch? Oder war das letzten Freitag, weiß ich gar nicht, angesprochen kaufen. Die SMA, das musste ich verkaufen. Ja, mit was weiß ich, 54 irgendwas gekauft. Dann stand das Zeug bei 66, das muss man machen. Also ich habe das gemacht, damit habe ich nichts mehr. Ich habe weiter die Lufthansa, ich habe neun zugenommen, die LVMH und ich habe auch noch die Accor Hotel. Die sind jetzt auch heute mal wieder 1,5% gestiegen. Es gibt hier Möglichkeiten. Andererseits muss man ganz klar sagen, so Geschichten wie Adidas oder Puma. Ich nehme mal nur mal spaßeshalber die Puma rein. Das ist heftig. Hier kamen sie mit Nike fett hoch. Sah klasse aus. Und dann kommen sie hier deutlich unter Druck. Deutlich, ja. Von, was war denn das? 59 runter auf die 52. Das ist schon heftig. Dann dürfen sie heute mal korrigieren. Und das ist halt das, ebenso Bewegungen wie SMA oder Adidas oder Puma. Das ist halt das, was den Markt momentan relativ schwierig macht. Andererseits, jetzt habe ich das falsche Bild hier, andererseits zeigt das auch die, tja, wie soll ich sagen, die Orientierungslosigkeit, so möchte ich es mal formulieren. Und das bleibt auch weiter erhalten. Ich wüsste nicht, warum sich hier irgendetwas weiter orientieren sollte. Gut, wir haben hier, gehen wir es mal eins nach dem anderen durch, wir haben uns ein bisschen abgefedert vom unteren Band. Und die Tageskerze ist, ich mag die, das ist in Ordnung. Der Markt kämpft, der akzeptiert diesen Bereich hier als Unterstützung. Wir sind noch nicht mal hier eingetaucht in diesen unteren grauen Bereich, den hatte ich letzte Woche beschrieben. Da ging es um die Verbindung zweier Fibonacci-Linien zusammen mit dem Chart. Wir sind auch noch nicht im oberen Bereich. Auch Verbindung zweier Fibo-Linien zusammen mit dem Chart hier und mit der Dauschen-Zählung über das letzte C. Sind wir auch noch nicht dran. Die 20-Tage-Linie fällt weiter. Das muss er auch. Die Kurse sind ja schwächer. Ich denke, wenn ich das hier so sehe, wir haben eine Unterstützung über den Trendfolger, über das MACD. Jetzt kommt also die moderne Sichtweise helfend hinzu. Die traditionelle, die dreht zwar ein bisschen, aber da ist noch nichts passiert. Das Kaufsignal über die Stochastik. Letzten Mittwoch war es noch keins. Jetzt ist es eins. Ja. Das hilft. Deswegen gehe ich nach wie vor davon aus, dass wir Richtung 20-Tage-Linie gehen werden. Die fällt natürlich jeden Tag. Also heute so bei 15.474. Wenn ich es richtig gerechnet habe, dann ist die bei 15.460 am Montag. Also ich glaube kurzfristig, sprich auf die nächsten 5 bis 7 Handelstage, wir werden weiter in dieser Range bleiben. Die 14.800 wird jetzt erstmal nicht gesehen. Wir machen jetzt erstmal wieder den Weg nach oben. Ich hatte gesagt, dass ich Teile der nicht gekauften Sparpläne gekauft habe, und zwar die Hälfte. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die andere Hälfte, die werde ich hier drüber stoppen, über diesem Hochkurs von 15.516. Und zwar nicht gleich bei 17 oder 18, sondern 30 Punkte drüber. Wenn der Markt hier mal drüber gehen sollte, und die Chance hat er angesichts von dieser Geschichte hier und auch am MACD, und auch aufgrund der, wie ich finde, jetzt final richtigen Reaktion auf diese amerikanischen Daten, bin ich der Meinung, wir werden uns hier oben mit diesem Bereich hier beschäftigen. Wir werden da wenigstens dran schnüffeln. Ob wir gleich die 20-Tage-Linie brechen oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber er hat die Möglichkeit, er kann die Chance nutzen.
Ich sehe jetzt nicht, warum er das nicht machen sollte. Ich bin längerfristig, bleibe ich so lange negativ, solange dieser Punkt hier nicht mit wenigstens 50 Punkten überboten würde. Also die 15.516 mit Schlusskurs von höher als 50 Punkten. Dann muss ich mich stoppen für die restlichen Sparpläne und dann muss ich auch umdenken. Dann ist dieses A, B, C, B, C und hier weiß ich immer noch nicht, was es wird, ist dann ad acta gelegt. Aber solange das nicht ist, rechne ich auch weiterhin mit, dass wir also hier hochgehen, in diesen Bereich rein und dann wieder runter. Der Markt ist nach wie vor nicht sauber. Wir haben am Wochenende Wahl in Hessen und in Bayern. Leute, mir ist völlig wurscht, was ihr wählt. Ja, aber geht wählen. Es kann nicht sein, dass die größte Partei die der Nichtwähler ist. Ich mache mir ein Event raus, ich schnappe mir meine beiden 80-jährigen Nachbarn. Wie gesagt, wenn ihr wählen geht, lade ich euch zum Essen ein. So mache ich das. Soll gutes Wetter geben. Geht da mal vorbei, zeigt euren Kindern, wie sowas aussieht. Geht wählen. Ehrlich, ist ganz wichtig. Was ihr wählt, ist eure Sache. Ganz kurz hier zurück, weil ich habe hier die Scheine. Es hat sich eigentlich lediglich die Basis, also die Turbos, ja. Ich sage mal Scheine, es tut mir leid, es sind Turbos, ja, es ist vollkommen richtig. Es steht auch hier oben, also sind Turbos. Lediglich der Hebel hat sich geändert, sowohl bei den Calls als auch bei den Puts. Hier ist er ein bisschen höher geworden, hier ist er ein bisschen runtergegangen und die Basis hat sich geändert. Aber das sind die Scheine, die für mich in Betracht kommen. Das heißt, im Moment noch kann ich durchaus mit sowas hier spielen. 14,549 oder eine 14,797 durchaus, weil also ich rechne damit, dass wir hier oben hingehen, wenn wir uns hier schwer tun und machen so eine Kerze hier, ja, ein Inverted Umbrella Doji, ein Shooting Star, noch was, kommen diese Freunde hier ins Spiel und dann gehe ich auch relativ nah dran. Die dürften dann einen Hebel haben von so ungefähr 33, 34, aber das hier ist für mich der Make-or-Break-Punkt. Ja, und der kommt direkt, wird er gefolgt von diesem Chartpunkt, den wir hier hatten, seitdem, wann war denn das, seit dem August diesen Jahres. Also ich bin kurzfristig nicht nennenswert negativ, muss ich sagen. Ich gehe davon aus, dass wir in dieser ganzen Range hier bleiben, aber jetzt erstmal den oberen Teil sehen und dann mal schauen, was passiert. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.